Also am Anfang, als mich mein Vater in die Schule brachte, war gar nichts noch. Da war alles normal. Also wir gingen in die Schule, machten die Aufgabe und es war für uns Zigeunerkinder ganz schön und wir durften in die Schule gehen. Es ist herrlich, also etwas zu lernen. Und plötzlich war es dann also ein Tonstärker von der Lehrerin, von den Kindern. Ich wusste aber nicht warum, wieso. Ja, und ich ging in die Schule und sagte Grüß Gott. Ja. Und die erste Begegnung war dann, also wir dürfen nicht Grüß Gott, wir müssen Heil Hitler sagen. Und das war schlimm und ich habe gesagt, wieso soll Heil Hitler sagen, wer ist denn das? Das kenne ich ja nicht. Und wer ist Hitler? Ja, darauf wurde es immer schlimmer und die Mädchen auch immer schlimmer. Und da war eine, also nicht alle waren also Nazikinder, das muss ich schon sagen. Ich hatte auch Freunde drin. Meistens waren es Junge, die von der armen Bevölkerung, die von Arbeiter und die alle zu mir geholfen haben und die mir ihre Hand gereicht haben. Aber da gab es ein Mädchen, zwei, drei, ja, waren viele, die also goldblonde Zöpfe hatten, mit einer großen Schleife, gell, mollig waren und auch plissierte Röcke, weiße Stutzern mit so Flankern auf der Seite. Also recht ordentlich natürlich gegen uns Zigeunerkinder. Wir haben angezogen, was wir hatten, nicht? War oft von der Mama eine Bluse, oft von der großen Schwester oder eine geschenkte Bluse. Oder Mama hat sie genäht. Dieses Mädchen, das war eine ganz starke, also sie hatte einen breiten Becken und Wadeln, dicke Wadeln. Und die ging zur Lehrerin und ja, sie erzählte der Lehrerin ganz was Böses, was ich überhaupt, ich wusste gar nichts davon, von diesen Sachen, was sie erzählt hat, der Lehrerin. Obwohl wir einen kleinen Raum gehabt haben, weil der Vater den Wohnwagen auf ein kleines Holzhäuschen umgebaut hat, haben wir nie unsere Eltern nackt gesehen oder so. Und sie erzählte der Lehrerin, dass ich gesagt habe, der Lehrer ist dafür da, dass er die Lehrerin also streichelt. Darauf wurde ich also zur Direktorin, die mir eine Strafe verpasst hat, ohne der Sache nachzugehen, ob sie weiß oder nicht. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, was sie meint damit, mit dem Ganzen, gell? Und dass ich eine Strafe bekommen habe, ich musste in den Keller runtergehen, wo die Milch ausgeschenkt worden ist. Und man hat mich dort vergessen. Bis meine Mutter also mich gesucht hat, sehr spät, es wurde spät. Und dann kam die Mama in die Schule und hat geschrien, Chaya, Chaya. Und ich habe geschrien und geweint, weil die Schule stand irgendwie in der Mitte von zwei Straßen und wenn die Schule aus war, war die Schule leer. Da konnte mich niemand hören. Und ich habe mir den Hals ausgeschrien, aber meine Mama hat mich gehört und sie ging auf die Polizei an der Ecke und sie holten mich dann raus.